Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mich erstmal bedanken für eure vielen lieben Kommentare unter meinem letzten Food Diary, beziehungsweise unserem letzten Food Diary von Baby und Mia. Und ja, leider waren wir krank zwischenzeitlich, deshalb gab es letzte Woche kein Video, aber jetzt bin ich wieder da und ich habe mir gedacht, es gibt ein Food-Video für euch. Ich werde einfach mal ein paar Tage filmen, was wir so für schnelle Sachen zum Abendessen machen. Das sind wirklich Rezepte hier, die wir einfach lieben und die du hoffentlich auch lieben wirst und immer wieder machen wirst. Und ja, wir haben natürlich nicht super viel Zeit mit dem Kleinen, aber wir kochen echt jeden Tag uns was Leckeres, Frisches, weil wir einfach gern, ja, was Gutes essen wollen. Ne? Das ist ja schon anstrengend genug, da wollen wir auch noch was auch Energie gibt und Nährstoffe und was einfach lecker schmeckt und was einfach Spaß macht zu essen. Und das sind wirklich alles Sachen, die total easy und schnell gehen. Vielleicht magst du mir in die Kommentare schreiben, was du so für ein schnelles Lieblingsgericht hast. Dann können wir uns da noch ein bisschen austauschen und haben vielleicht noch ein bisschen Inspiration. Ja, ich würde sagen, los geht's. So, das ist ein Rezept, das essen wir total oft und es ist einfach so, so lecker und unfassbar schnell gemacht. Ja, du willst die Creme Vega. Ja, den magst du gerne, gell? Ich liebe die total. Ich nehme die auch für Gerichte, die nicht vegan sind mittlerweile, weil die einfach so gut ist. Willst du das nehmen? Okay, also das bräuchtet ihr. Denn ich leck dir mal den Becher aus, finde das total lecker. Zwiebelchen, dann habe ich hier so Tortellini mit Ricotta-Spinat. Kannst ganz normale Nudeln nehmen oder andere Tortellini, was du magst. Dann einfach so ein paar Cherry-Tomaten, dann entweder frischer Blattspinat, wäre noch besser. Aber heute ist Sonntag, ich habe nichts anderes mehr da. TK geht natürlich auch immer. Ich habe das schon ein bisschen angetaut, dann geht das Wasser ein bisschen raus, würde ich immer empfehlen. Wird die Soße nicht so wässrig. Und dann, wenn du magst, kannst du ein bisschen Räucherlachs reinmachen. Du kannst das Ganze natürlich auch vegetarisch machen. Du kannst es auch vegan machen, wenn du zum Beispiel vegane Tortellini nimmst. Also super flexibel. Zum Würzen nehme ich das Gewürz hier von Just Spices. Da habe ich auch einen Code, den schreibe ich dir unten mal in die Infobox. Lachsgewürz schmeckt super lecker. Könntest auch zum Beispiel auch frischen Dill reingeben. Und ja, dann legen wir mal los. Ich schneide jetzt mal die Zwiebel klein, schwitze die ein bisschen an. Und dann geht's los. Da habe ich schon mal Wasser aufgesetzt für die Tortellini. Und jetzt schwitze ich hier in ein bisschen Öl meine Zwiebeln an. Ich nehme für sowas immer total gerne den Wok. Weil ich finde das total lecker, wenn man die Nudeln dann in die Soße macht und das dann noch so ein bisschen ziehen lässt. Und da habe ich schön Platz. Also mein Tipp, solche Nudelsoßen, wo die Nudeln später mit rein sollen, einfach im Wok machen. Dann den Spinat dazu, die Tomaten, die Gewürze und dann das Ganze einfach noch ein bisschen, ja, auftauen lassen. Er ist fast aufgetaut, aber dass man das Ganze so ein bisschen einkochen und einreduzieren. Also es ist wirklich so easy. Es ist ja quasi schon fertig. Was ich dir dringend empfehlen kann, wenn keine kleinen Kinder mitessen, nur ein bisschen Weißwein rein. Schmeckt auch richtig gut. So, und am besten immer noch ein bisschen von dem Pastawasser noch mit rein. So, den Räucherlachs ist schöner, wenn du den nachher drauf gibst oben auf die fertige Pasta. Aber wenn kleine Kinder oder Schwangere oder so mitessen, dann würde ich den kurz mitkochen. Das ist auch wirklich, ja, dass das auch alles safe ist, ne? Und weil wir das zusammen mit dem Kleinen essen, koche ich den jetzt kurz mit. Ja, jetzt kommt die Creme vegan rein oder die Sahne. Und er ist auch schon fertig. Ich weiß, es ist schwer, aber lass das Ganze nochmal kurz. Ja, ich weiß, Schatz, es ist schwer. Ich würde es auch gern gleich essen, aber lass es mal 2, 3 Minuten stehen, weil dann saugen die Nudeln. Die sind nämlich jetzt so ein bisschen al dente gekocht und dann saugen die so schön die Soße auf. Oh, Leute, es ist so lecker. Guck dir das mal an. Cremig, oder? So, ich habe noch einen schönen bunten Salat dazu gemacht. Das geht immer. Und zack, was für ein mega leckeres, schnelles Abendessen. Also, ich habe das jetzt in der Zeit gekocht, wo mein Mann den Kleinen gebadet hat. Keine Ahnung, 10 Minuten hat es gedauert. Also wirklich eine ganz leckere Sache. Schau mal. Herrlich. So, heute machen wir auch was total Einfaches und Leckeres, was wir super oft essen, und zwar nämlich Wraps. Und da kann man auch super alle Reste verwerten. Ich benutze immer das Veggie-Hack von DM Bio, hatte ich ja schon mal gezeigt. Das ist das Leckerste und das Beste überhaupt. Das habe ich jetzt einfach, ja, das muss man so mit Wasser übergießen. Das ist so ein Granulat. Bisschen stehen lassen, ein paar Gewürze rein. Und dann habe ich Zwiebeln, Zucchini und Knoblauch mit reingegeben. Ein bisschen Pfeffersalz einfach mit dazu. Und ein bisschen Oregano. Genau. Und das wird jetzt einfach dann zusammen angebraten. Dann füllen wir es in die Wraps. Dann machen wir noch einen leckeren Dip. Da habe ich hier einen Joghurt. Und ich habe noch ein bisschen Avo übrig. Kannst du auch letztendlich alles rein verbraten, was du so zu Hause hast. Dann machen wir uns jetzt einen schönen Dip. So, ich habe die Avo jetzt einfach ein bisschen klein gematscht. Und dann nehme ich hier mir den Joghurt mit dazu.
Fliegen. Ciao. Löffel, bitte schön, muss das schmecken. So, dann nehme ich dieses Guacamole-Gewürz, das von Just Spices. Ich nehme halt immer diese Just Spices-Sachen her, aber du kannst natürlich auch ja, alles andere nehmen, was du so zu Hause hast, ne? Das ist jetzt hier mit Knobi, Tomatenpulver, Pfeffer, Zitronenschale, ein bisschen Habaneros. Sehr, sehr lecker, auf jeden Fall, für so einen Dip. Da ist ja noch dran, da ist ja nur Joghurt dran. Dann nehme ich noch einen kleinen Spritzer Sriracha. Wirklich nur einen ganz kleinen Spritzer, dass nicht zu scharf wird. Salz und Pfeffer und dann klarieren wir das und dann haben wir unseren Dip. So, hier haben wir jetzt verschiedene geschnittene Salate. Da noch ein bisschen Paprika, Radiesal, Zwiebel, Gurke. Also alles so ein Salatmix. Das haben wir jetzt schnell geschnitten. Finde ich immer lecker, wenn was Frisches noch drin ist. Dann haben wir noch Feta. Ja, dann natürlich den Dip, den wir gerade gemacht haben. Und dann unser Veggie-Hack, unser angebratenes. Genau, jetzt wollen wir anfangen, unsere Wraps zu füllen. Und so sieht es jetzt fertig aus. Super lecker. Ich habe noch ein bisschen von so einer Paprikasoße dazugegeben, die wir noch hatten. Du kannst auch fertige Soßen, alles was du hast, damit dazugeben. Und dann wickeln wir den jetzt auf. Super lecker, schau mal, so sieht der gefüllt aus. Ja, den kannst du dir dann schmecken lassen. Kann man auch gut vorbereiten und mitnehmen, zum Beispiel in die Arbeit, Mittagspause. So, heute kochen wir ein Rezept, was ich, ach, das mache ich schon seit Jahren und ich glaube, ich das habe euch das auch schon mal in einem Video hier auf YouTube gezeigt. Es ist auch in meinem E-Book, nicht ganz genauso, wie wir es heute machen, aber so ähnlich in abgewandelter Form. Und zwar ist das Aubergine-Parmesan. Es schmeckt so, so gut. Es ist quasi ein Auberginenauflauf, ein italienischer, mit Mozzarella, mit Parmesan und die Aubergine wird gegrillt im originalen Rezept. Das kriegst du ja auch in jedem italienischen Restaurant eigentlich, dieses Rezept. Wird die Aubergine in Scheiben geschnitten, in Mehl gewendet und dann in Öl ausgebacken. Das dauert erstens sehr lang, zweitens hat das Ganze natürlich ordentlich Öl und Fett und ist jetzt kein leichtes Sommerabendessen. Wir haben heute 35 Grad, ich möchte gerne irgendwie was ein bisschen frischer ist, was ein bisschen leichter ist. Und ich mache das immer so in erster Linie nicht, weil ich Kalorien sparen möchte, sondern weil es mir einfach viel zu viel Arbeit ist. Deshalb schneide ich die Aubergine einfach in Scheiben. Salze die, dass das Wasser rausgeht und dann tue ich die in den Backofen und dann werden die auch schön gegrillt und ja, dann mache ich damit meinen Auflauf. Ihr könnt das super vorbereiten, auch wenn ihr vom Grillen noch Aubergine übrig habt, ihr könnt es natürlich noch besser. Wenn ihr abends grillt, dann schneidet ihr die in Scheiben, dann grillt ihr da noch schnell eine schöne runde Aubergine und das schmeckt noch besser und am nächsten Tag macht ihr euch einen schönen Auflauf da draus. Habe ich es leider nicht da, deshalb muss ich von vorne anfangen und muss jetzt erstmal meine Aubergine in den Backofen geben. Aber es lohnt sich, weil es wirklich ein super duper leckeres Rezept. Ja, und je dünner man die Aubergine schneidet, umso leckerer wird es eigentlich. Es ist ein bisschen mühsam, aber ich schneide die auch so in der ganzen Länge durch. Dann hast du so schöne große Scheiben und kannst da so richtig schön diesen Auflauf reinschichten. Dann ist ganz wichtig, dass man das salzt und einen Moment stehen lässt, dass sich das Wasser rauszieht. Und genau, dann gebe ich nur noch ein bisschen Olivenöl drüber, ganz bisschen und tue das im Backofen. Man kann das auch in Olivenöl ausbraten, aber ich finde, das ist so viel Arbeit. Denn ich habe eine offene Küche, die ganze Wohnung riecht danach. Braucht es gar nicht. Kann man gut im Backofen machen. Von der Menge her, ich meine, es kommt immer darauf an, wie viel du essen willst. Ne? Ich mache jetzt eine große Menge. Ich habe hier 3 fette Auberginen. Das ist echt super viel. Das ist echt ein bisschen zu viel für 2 Leute und ein Baby. Wir werden da auf jeden Fall mehrere Tage essen. Dann lohnt sich's auf jeden Fall, aber ich würde mal sagen, da kommst du auch mit einer großen Aubergine kommst du auch gut hin. Wir essen noch Brot dazu und Salat, also ja, musst du gucken, wie hungrig ihr halt seid. Ne? Und das kommt jetzt in den Ofen. Ich nehme aber 200 Grad Ober-Unterhitze und von der Zeit her, du siehst es, ne? Wenn das anfängt schön braun und weich zu werden, kannst du mal mit der Gabel reinpieken, dann ist es fertig. Müsste schön weich sein, aber nicht zu weich, ganz wichtig, nicht zu weich, dass es nicht auseinanderfällt. Dann kannst du natürlich eine aufwendige Tomatensoße kochen. Mache ich aber nicht, weil ist mir zu aufwendig. Ich mache das immer so, ich rühre die Tomatensoße kalt an und schütte die dann einfach drüber. Ich zeige dir gleich, wie ich das mache. Es steht und fällt wirklich alles mit den Dosentomaten. Und Mutti ist einfach die Beste. Mutti Dosentomaten, wirklich, wenn man die einmal probiert hat, alles andere dagegen schmeckt nicht. Nehme ich 3 Dosen. Also ich mache immer so die Faustregel für mich, ist immer pro Aubergine eine Dose Tomaten, so kann man sich ganz gut merken eigentlich. Pro Aubergine eine Dose Tomaten und pro Aubergine eine Kugel Mozzarella. Ja, und so eine Handvoll
Parmesan. Und dann kannst du entweder doppelte, dreifache, vierfache, fünffache Portion, wie du halt magst, machen. Schau mal, ich gebe das nämlich einfach immer in so einen Messbecher. Da kann man das auch so super rausgießen, um dann den Auflauf zu schichten. Dann habe ich Salz, Pfeffer, dann habe ich hier so ein Pizzagewürz. Da ist schön Knobi, Oregano drin und ja, dann mache ich mir so eine schöne Soße. Das ist auch die gleiche Soße, die ich mache, wenn ich mir selber Pizza mache. Und das ist eben der Unterschied bei den Mutti-Tomaten, die sind nicht so wässrig. Das, finde ich, macht immer einen großen Unterschied. Und das macht auch dieses Gericht besonders lecker, wenn das nicht wässrig ist. Deshalb auch die Aubergine gut salzen und stehen lassen. Dann wird das nämlich eine ganz leckere Geschichte. Dann kocht das so richtig schön ein. Und ja, das war es eigentlich schon mit der Soße. So, da, die Aubergine ist weich. Und wir fangen jetzt an, das zu schichten. Ich nehme unten ein bisschen Tomatensoße, das nicht anbackt. Und dann geht es immer los. Tomatensoße, Aubergine, ein bisschen Parmesan und so weiter und so weiter. Wie lecker, oder? Schau mal, wie lecker das aussieht. Das kann man auch super auf Vorrat machen. Das kann ich auch super am nächsten Tag nochmal aufwärmen. So, lecker dazu noch schön Salat und ein bisschen knuspriges Baguette, um die Soße aufzutippen. Kannst natürlich auch so Low Carb essen, wenn du möchtest, aber ich finde es auch mit Baguette super lecker. Oder was ich auch gerne esse, mit Reis zum Beispiel. Die mögen wir auch gern. Ja, ich hoffe, es waren ein paar leckere Inspirationen für dich mit dabei. Schreib mir gerne, was davon dir besonders gefällt und was du nachgemacht hast, wie es dir geschmeckt hat, und freue mich, wenn du mir ein Abo da lässt und einen Daumen hoch, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao!